und den Dingen, die wir fürchten, gibt es Türen. Wenn diese sich öffnen, werden Albträume wahr. Das sind die Creepy Tales. Es ist 21.34 Uhr, hier ist 915 KMX mit dem Wetter. Ein Tiefdruckgebiet hat sich über unserem Land festgesetzt und regnet sich im Laufe der Nacht. Regen? Wirklich? Wäre mir nicht aufgefallen. Auf Straßen, dadurch den heftigen Regen, die sich jetzt spiel endlich wieder Musik, verdammt! Und jetzt an diesem ungemütlichen Valentinstagsabend für euch, Conny Tyler mit Total Twilight of a Heart. Shit, Gegenfahrbahn! Gott sei Dank kommt einem bei diesem Wetter keiner entgegen. Ja, hallo? Schwarz, ich bin's. Wann bist du denn endlich zu Hause? Im Radio sagen sie an, du solltest vorsichtig fahren, wenn man nichts sieht. Ich habe noch 20 Kilometer vor mir und fahre vorsichtig. Die wirklichen Idioten sind auf den Autobahnen unterwegs. Ich fahre die Landstraße, damit ich lebend ankomme. Okay, Schatz. Ruf mich an, wenn du angekommen bist, ja? Alles klar, bis dann. Was zum Henker? Oh nein, die Scheibenwischer. Oh, du wunderbarer Abend, wie du mich erheiterst. Dann komme ich wohl doch nicht so schnell nach Hause. Wo bin ich überhaupt? Dieser Regen macht mich wahnsinnig. Und kein Haus. Kein Auto, kein Licht, nichts. Kein Empfang? Wirklich? Ach, was ist das hier? Alaska 1910? Hallo? Können Sie mir helfen? Hallo, bitte helfen Sie mir. Wer bist du? Was machst du im strömenden Regen hier ganz allein? Bitte, Sie müssen mir helfen. Wir hatten einen Unfall, unser Auto. Meine Mutti und mein Vati im Wagen. Das Reh, bitte. Komm erstmal schnell rein. Ich versuche, die Polizei zu rufen. Oh mein Gott, du bist ja nass bis auf die Knochen. Und dein Kleid ist blutverschmiert. Hier, nimm meine Jacke. So, gleich wird es warm. Danke, aber meine Eltern. Ich rufe jetzt die Polizei. Ach, immer noch kein Empfang. Pass auf, du bleibst sitzen und wärmst dich auf. Ich versuche mal, ob ich draußen wenigstens den Notruf wählen kann. Und dann schaue ich nach deinen Eltern. So, Taschenlampe habe ich. Wo ist mein Regenschirm? Ah, da! Bitte helfen Sie ihnen. Ich brauche sie doch. Ich versuche es. Oh, shit, shit, shit. Okay, Erika, beruhige dich. Oh, verfluchter Regen. Ich sehe hier gar nichts mehr. Ach. Warum wundert mich eigentlich jetzt nicht, dass ich mir auch noch den Hacken abgebrochen habe? Wirklich, Gott, der Hacken? Heute? Da ist ja das Auto. Sieht alles normal aus. Wie geparkt. Warnblinkanlage ist an. Keine Beule, nichts. Und da sitzen doch zwei Menschen drin. Hallo? Hallo Sie. Ihre Tochter ist bei mir im Wagen. Sie hatten einen Unfall. Hallo? Oh mein Gott! Was zum Teufel? Was zum Teufel? Ist das für eine kranke Scheiße? Wo sind die Arme? Zuerst musste ich sie doch am Rücklaufen hindern. Du?
Du warst das? Es ist kalt. Du konntest dich erkälten. Willst du dich nicht in den Wagen setzen? Lass mich in Ruhe, du Monster! Schade, du bist wie alle anderen. Willst mich auch verlassen. Aber das lasse ich nicht zu. Ich will doch nur nach Hause. Bitte, bitte nicht. Bitte leg die Axt weg. Du willst nicht. Ich erzähle doch niemandem, was du... Turn around, every now and then hab ich den Regen so satt und ich will doch nur nach... Oh mein Gott! Bist du verrückt, hier mitten in der Nacht auf der Straße rumzustehen? Ich hab dich fast überfahren. Bitte, Sie müssen mir helfen. Wir hatten einen Unfall. Ich konnte aus dem Auto kriechen, aber die anderen sind noch drin und können sich nicht befreien. Wer ist noch im Auto? Meine Mutti. Mein Vati und meine Schwester.